Agent Rex Cold? Wer ist da? Dr. Elizabeth Darling. Ich habe mich bei der Untersuchung in ihre Kommunikation eingeklinkt. Sloan hat sie vom Briar Patch abgeschnitten. Alright. Was zum Teufel war das? Ich schicke Ihnen Koordinaten. Dort sind Sie sicher. Und warum sollte ich Ihnen trauen? Weil ich diesen Sloan hasse. Oh. Okay, Doc. Wie lautet der Plan? Bleiben Sie ruhig und versteckt. Die Blutdrachen haben keine guten Augen, aber sie lieben Cyborgs und Menschenfleisch. Was? Hallo? Blutdrachen? Fuck. Scanne Höhlenraum. Ich hab gar keine Waffe mehr. Mission entkommen. Mission entkommen. Alarm. Alles klar. Sie haben keine Ausrüstung und sind wehrlos. Ich hab's gesehen. Vermeiden Sie jeden Kontakt zu Cybersoldaten. Jeden Kontakt vermeiden. Ja, würde ich gerne machen. Hier ist irgendwo noch eine Kiste. Ist sie da unten? Kann man da einfach runter? Oder ist sie hier hinter? Hallo? Hast du was für mich? Nee. Huch! Ja, jetzt bin ich eh runtergefallen. Hier ist gar keine Kiste. Ich glaube, die war schon auf meiner Ebene. So. Nee, die war nicht auf meiner Ebene, oder? Ach, ich bin doch gar nicht auf der anderen Ebene. Wo muss ich denn hin? Muss ich hier runter? Keine Ahnung, wo ich hin muss. Mir wird da aber irgendwas angezeigt. Ich muss da hoch. Hier. Mhm. Zack. So. Ah, hier. Na los. Tu es. Kletter hoch. So, jetzt sehe ich die Kiste wieder. Und da muss ich lang. Ich glaube, das ist dahinter. Hab ich da mal hier irgendeine Waffe oder so? Okay. Ich kann nichts tun. Cutscene. Was ist das für ein blauer Schleim? Das ist von Ghostbusters. Heilige Scheiße. Oh oh. Sieht aus wie ein Blood Dragon. Was soll ich jetzt machen? Wegrennen oder? Die haben ja alle andere Farben, Alter. Auf jeden Fall schreit er mich an. Dr. Darling erwähnte ihre mangelnde Sehkraft. Hocken scheint angebracht. Die Kreatur verströmt Biostrahlung. Der Scanner ist nun so kalibriert, dass er ihre Gegenwart meldet. Okay, was ist mein Ziel? Ich muss hier irgendwie abhauen. Ich muss da hinten hin. Ich probier's mal. Ich gehe mal ganz langsam. Drache, 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 ja. Drei Drachen. Ja, friss nur weiter. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Soll ich da rüber mal? Genau, hier gibt's nichts zu sehen. Was ist denn, wenn ich durchrenne? Ach nee, kann ich ja gar nicht, weil da hinten ist noch so ein Viech. Oh Gott. Das Ding steht mir im Weg, verdammt. Was jetzt? Ich bemerke erhöhte olfaktorische Fähigkeiten. Werfen Sie Cyberherzen, um den Drachen wegzulocken. Schütte mir dein Herz aus. Wie viel Cyberherzen soll ich denn werfen hier? Zwei? Wie wirft man Cyberherzen nochmal? So hier einfach? So. Zeit für Fresschen. So mag ich das. Okay. Missionsziel, den markierten Aussichtspunkt erreichen. Alter, der kommt hier zurück. Ich empfehle, weitere Cyberherzen zu sammeln. Rennt der jetzt, oder was? Kann man da einfach vorbeigehen? Probier's mal. Oh. Oh. Ah, ihr habt mich gesehen! Ich muss weg! Ah, scheiße! Schnell, 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 schnell! Oh, da ist noch einer. Hier, Cyberherz. Los. Mach, was du willst, aber lass mich in Ruhe.
Der Schild schützt die Soldaten im Inneren vor den Drachen. Hallo. Aber er hält nicht deren Fusionsmesser. Ah. Scheiße, ich bin gleich tot. Hallo? Wo muss ich denn hin? Die von mir markierten Orte. Heilige Scheiße. Megafos-Soldaten sind gerade angekommen. Cyberherz irgendwo hinlegen? Oh nein, sie holen sich die Wissenschaftler. Hauen sie ab. Okay, sind die down? Sie Sloan aufnehmen wollen. Durchsuchen Sie die Festungsanlagen nach Ausrüstung. Sie sind weg, Alter. Ich habe in dem Bunker Waffen lokalisiert, die Sie nutzen können. Oh Gott, was soll ich denn damit? Mission: Cyborg-Sicht nutzen, um Gegner. Jetzt habe ich hier so einen komischen Pfeil. Medipack, hallo. Ja. So, also jetzt müssen wir da weiter. Was ist denn hier noch? Ist hier irgendwas? Nee. Da muss ich irgendwie runter. Aber ich kann doch hier nicht einmal runterspringen, oder? Bin ich ja tot. Vielleicht sollte ich mal... Vielleicht muss ich hier lang gehen. Ich hole mir mal noch so ein... Missionsziel. Sie können Garnisonen auf mehrere Arten sichern. Töten Sie alle Gegner selbst, locken Sie Drachen zum Haupttor oder deaktivieren Sie die Megaschilde. Dadurch werden automatisch Drachen in die Garnison gelockt. Ich habe keine Ahnung, was die redet. Verdammt nochmal, halt's Maul, Hart. Ich mach, was ich will. Verstanden. Denken Sie nur daran, dass es zwei Wege gibt, die Megaschilde zu deaktivieren. Entweder an der Konsole oder direkt am Generator, der sich zerstören lässt. Bla bla bla, töte bla bla bla. Okay, jetzt soll ich hier hin und dann soll ich mal irgendwas machen. Es wäre ja mal ganz geil, wenn die mir mal so ein Missionsziel hier geben. Ja, wenigstens habe ich meine Kamera noch, ne? Ist da keiner? Ist da keiner? Okay, ist keiner. Also, die Laserschilddinger aufmachen, damit die Drachen rein können. Yep, das ist mein Plan. Wie genau soll ich die denn aufmachen? Achso, ich muss wahrscheinlich... Ist einer drin? Ach, ich muss da rein. Moment. Guck mal hier. Nimm mit. Nimm mit. Kohle braucht man immer. Nee, das ist falsch. Dachte ich, wäre ein Knopf oder so. Oh, geil. Das kann man natürlich gebrauchen. Gut, dann probieren wir es mal anders. Ich gehe da mal hoch. So. Okay. Und jetzt? Alter, wollt ihr mich verarschen oder was? Wie soll das funktionieren? Soll ich da was reinschmeißen? So ein Herz? Ja, hol's dir. Hat er das gerafft? Ich weiß nicht, ob der das gerafft hat, Alter. Freundchen, komm mal her hier. Hier, Meets. Hallo. Okay, jetzt hat er es gerafft. Ich hoffe, der rafft das andere auch noch. Mein Herz. Ey! Ey, Dinosaurier, komm mal zurück. Mach mal hier. Guck mal, hier dampft's. Junge, wie viele Herzen soll ich nach neun schmeißen? Ich hab gar keine mehr. Okay, das funktioniert nicht. Das Herz ist jetzt schon aufgebraucht. Soll ich da reinballern oder so? Okay, dann muss ich da hinten hin, denke ich mal, ne? Weil hier kann ich ja nichts machen. Keine Herzen, keine Drachen. Das Vieh ist einfach abgehauen, ey. Das hat sich gedacht so, Alter. Und? Keine Reaktion? Hallo? Warum? Put. Ich habe es jetzt, glaube ich, aktiviert. Und ich glaube, das Viech komme ich auch nicht rein. Komm her hier. Du blöde Sau. Blödes Viech. Komm. Oh. Eventuell. Ah. Wie breche ich denn so einen Schuss ab? Doc, sind Sie in Sicherheit? Bin ich. Und
Gleich wird es sicher blutig und laut. Ein Zufall. So wollte ich meine Kinder nennen. Blutig und laut wollte ich meine Kinder nennen. Ja, moin. Okay, MC Raptor ist rein. Der macht jetzt den Rest, so wie es aussieht. Ich kann ja mal gucken. Ich habe auch nur den Pfeil, ne? Boom. The Bogen. Okay. Hier muss irgendwo einer sein. Mach kaputt! Mach den Alarm kaputt. Weiß gar nicht, was mein Ziel ist, Alter. Ich muss irgendwo hier in die Mitte. Ich stand doch eben da, oder? Da, eliminiere alle Soldaten der Omega Force in der Garnison. Ich dachte eigentlich, das macht das Viech für mich. Was ist das hier? Noch mehr Soldaten? Ich sehe gar keinen mehr. Ich höre irgendwas schießen. Hier ist nochmal ein Alarm. Auf der anderen Seite. So. Ach, hier kann man runter. Guck mal. Ach, Muni. Ja, Muni ist natürlich geil, aber ich habe gar keine Waffen. Okay, es sieht so. Sie können Cyberherzen benutzen, um den Drachen aus der Garnison zu locken. Ich habe gar kein Cyberherz, ne? Was? Schießen die denn noch? Oh, was schießt hier doch? Ich hole mir mal hier so ein Herz. Da hinten war noch ein Alarm. Den hole ich mir auch nochmal. So. Da sind die restlichen Gegner. Ich glaube, der Dragon, der holt sich alle. Oh, guck mal hier. Ja, geil. Endlich mal eine richtig geile Waffe. Drache ist gleich down. Lass die mal noch machen. Oh. Ein kleiner Schritt, Trophäe erhalten. Warte mal, ich wollte die eigentlich erstmal hier. Dann sollten wir uns mal treffen. Schicken Sie mir Ihre Koordinaten und ich komme. Koordinaten empfangen. Ja, ich habe dich getroffen. Das stimmt. Mit Dr. Elizabeth Darling. Triff dich mit Darling. Achso, hier runter? Moment, aber hier ist doch noch irgendwas grün. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass ich dieses Ding jetzt eingenommen habe hier? Weil dann muss ich mir erstmal die Kohle holen. Oh, hier ist nochmal eine Knarre. Kann die? Ist die gleiche, ne? Ist, glaube ich, die gleiche. Oh, da ist noch mal einer. Guck mal. Kommst du denn her? Da sind noch mehr von denen. Hab ich doch eigentlich alle schon. Alter, ich bin gleich down. Warte mal. Schweinehund. Und die sind alle her auf einmal. Einer noch. So, da kommen noch mehr. Warte mal, ich gehe hier mal rein. Weil ansonsten hört es nie auf. Missionsziel erreicht. Sind Sie okay? So, da ist die Hotte. Ja, vielen Dank. Was sind das für Dinger? Wir sind nicht sicher.
Vielleicht lebende Fossile aus der frühen Kreidezeit. Wir nennen sie Blutdrachen. Oder kurz BDs. Als Sloane ihr Blut getrunken hat, hat er seine Kybernetik überladen. Er hat ihr Blut getrunken? Ist das ein Witz? Nein, Sergeant. Wenn's einer wäre, dann ein schlechter. Das Blut hat Sloane überladen und ihn noch stärker gemacht. Und sehr hässlich dazu. Warum helfen Sie Sloane? Und was hat er mit der Rakete vor? Sergeant, beruhigen Sie sich, bitte. Mit den Raketen haben wir die biochemische Wirkung des Blutes beim Abwurf getestet. Raketen? Raketen. Mehr rote Speere? Wie viele? Ich weiß nicht, viele. Ich glaube, Sloane hat kein Interesse mehr an den Tests. Und ich will gar nicht davon reden, was es mit normalen Menschen macht. Hat er deshalb die Seiten gewechselt? Sergeant, Sloane war nie auf irgendeiner Seite. Jetzt hat er die Raketen und Gott weiß, was er vorhat. Was ist mit der Nadel, Doc? Naja, dadurch werden sie mehr wie Sloane. Viel, viel stärker. Viel stärker. Gib mir die Nadel. Nein, Doc. Niemals. Okay, dann doch. Ich habe einer Lady einen Eid geschworen. Einer Lady? Was ist eine Lady, Alter? Frau? Nein. Lady Liberty. Lady Liberty. Sieger. Keine Drogen nehmen. Ihre Sache. Also, Sloane betreibt 3 geheime Einrichtungen, die alle für seine Operation wichtig sind. Mhm. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie da sind. Dann gebe ich Ihnen alle Infos, die Sie brauchen. Ah ja. Das klingt nach einem Plan, Doc. Was ist mit Doggy Ihnen? Doc. Sind Sie hier sicher? Ja, solange Sloane nicht merkt, dass ich Ihnen helfe. Viel Glück, Rex.